So, hallo, herzlich willkommen bei Gitarrenlehrer Online. Heute mit einem Test des Helix HX Effects von Line 6. Wer eventuell schon mal etwas von dem Helix gehört hat, es gibt den ganz normalen Helix und den Helix LT, eine kleinere Version davon. Und das hier ist die Version, die nur die Effekte hat, also nicht die Amp-Simulationen, sondern nur die Effekte. Gedacht, um zusammen mit einem Amp gespielt zu werden. Ich spiele das Ganze über einen Mesa Boogie Express 25. Kommt auch gleich ein Bild eingeblendet, damit ihr den Amp seht. Nehme das Ganze über ein schönes Beyer Dynamic Mikrofon ab. Das geht direkt in meine DAW. Und das ist der Sound, den du hörst, wenn ich die Beispiele spiele. Mit ein ganz kleines bisschen von dem Mikrofon, wo meine Sprache drüber kommt, aber das wird immer runtergedreht. Okay, der Helix HX Effects hat im Prinzip 9 Slots für Effekte. Das heißt, du kannst 9 verschiedene Effekte reindrehen. Das geht auch über die Unit zu steuern, aber man wäre blöd, wenn man es darüber steuert, denn das geht viel besser über die Editor-Software. Ja, die Editor-Software ist so super einfach zu bedienen, dass man darüber noch nicht mal ein Video machen muss. Ja, wenn du eventuell das Helix Native kennst, übrigens ein heißer Tipp, Helix Native von Line 6, die gleichen Sounds mit Amp-Simulation als Plugin für deinen Computer. Du kannst dir eine Testversion runterladen, die 14 Tage kostenlos funktioniert und kannst damit praktisch auch die ganzen Effekte von diesem Gerät hier ausprobieren. Völlig kostenlos, 14 Tage lang. Das mal so als Tipp. Also ich habe mir das Helix Native schon gekauft, das war irgendwie vor 400 Euro oder sowas. Bereue es keine Sekunde, klingt absolut genial. Ich mache alles, was ich im Studio mache, mittlerweile mit dieser Software, weil es einfach super, super geil zu bedienen ist und geil klingt. Okay, aber jetzt mal zu dem Gerät. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, ne? Das Ding kommt, du packst es aus und hast da einen Amp. Der Amp klingt schon ganz gut. Und du willst jetzt wie so ein Pedalboard, wie so die kleinen Stompboxes davor, einfach konfigurieren. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Dazu nehmen wir ein leeres Preset. Hier Preset 30C habe ich ausgewählt. Das ist leer, da ist noch nichts drin. Und ich ändere jetzt einfach mal den Mode in den Stompbox-Mode. Und jetzt siehst du hier, ups, da ist ja alles leer, da ist nichts. Und hier unten steht, press Big Knob to open Model List. So, das absolut Geniale an den ganzen Helix-Sachen ist, das sind kapazitive Schalter. Das heißt, wenn ich den hier berühre und einfach nur den Finger drauf lege, merkt er das und weiß, ich will jetzt da rein was machen. So, und da rein legen wir jetzt einen Kompressor. Da steht, press big knob to open model list. Also machen wir das mal, großer Knopf drücken, zack. Und dann habe ich hier die Model List. Da gehe ich runter auf, mach mal mit der anderen Hand, damit du das besser siehst. Und ich möchte gerne einen Kompressor da reinlegen. Mono, da ich vom Amp mal Mono mache. Und dann hätte ich da gerne den Kinky Comp. So, der ist jetzt automatisch angeschaltet. Jetzt kann ich nochmal ausprobieren. Ist hier ein bisschen zu extrem eingestellt. Wir hören nochmal den Unterschied. Zu aus. Kompresst mir ein bisschen zu arg. So, jetzt geniale Sache. Hier diese drei Knöpfe sind jetzt zugeordnet, diesen drei Reglern, hier auf dem Bildschirm. Jetzt mache ich mal Sensitivity zurück. Ja. Und schon klingt das Ganze besser. Jetzt siehst du vielleicht hier so einen mini kleinen Pfeil. Das bedeutet, dass es noch weitere Parameter zum Einstellen gibt. Die gehen einfach hier über diese Pfeiltasten. Und dann kannst du dir hier angucken. Der Release, den kannst du hier einstellen, also wann der wieder aufmacht. Ja. Muss mal aufpassen, dass man das richtig einstellt, damit es nicht pumpt. Und ganz wichtig, der Level. Das heißt, ich kann mit dem Kompressor auch gleichzeitig noch einen Boost machen. Ja. Oder beziehungsweise den so einstellen, dass er mit der Lautstärke der anderen Teile in meinem Setup gut übereinstimmt. So, das war der Kinky Comp. Kann natürlich jeden beliebigen anderen Kompressor wählen. Dazu drücke ich einfach nochmal hier drauf.
und kann hier wählen. Ja? So. Hier komme ich mit der Taste zurück. Ja? Ich kann zum Beispiel auch Legacy auswählen. Wer ein Fan von diesen alten Line 6 Geräten M3, M5 und M9, glaube ich, hießen die, der kann hier die Kompressoren aus diesen alten Geräten auswählen. Die sind alle drin. Okay, wollen wir aber jetzt nicht. Wir machen den hier aus. Und ich hätte gern in dem nächsten ein Distortion drin. So, ich fahre immer zwei Distortions. Und zwar fahre ich vorne erstmal nur einen kleinen Booster mit ein bisschen Dreck, damit du verstehst, was ich meine. Das verstehst du unter ein bisschen Dreck. Das ist super clean. Und das ist ein bisschen Dreck. So, da drehe ich jetzt den Level hoch. Ich hätte den gerne ein bisschen geboostet. Wenn ich also so ein Strumming-Stück habe, zum Beispiel hier sowas, dann würde da gerne ein kleines Lied spielen. Nehme ich diesen Sound dafür. Okay? Super easy, ne? Du hast gesehen, wie einfach das ist, das reinzuwählen. Jetzt als nächstes, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Zerre. Press Big Knob, Distortion, zack. Und da hätte ich gerne auch wieder Mono. Und da hätte ich gern den Hedgehog D9. Das ist die Simulation eines Maxon D9. Verzeihung. Ein bisschen mehr Punch. Und den hätte ich gern. Drücke ich einmal drauf. Dann kann ich den hier einstellen. Dann ist mir noch ein bisschen zu höhenlastig. Geschmackssache, ja. So, und jetzt kommt das Geniale. Wenn ich jetzt den hier vorne dran schalte, alles Geschmackssache, ja? Dir kann eventuell ein anderer Verzerrer besser gefallen. Dazu einfach hier antippen, draufdrücken und auswählen. Ne? Da sind ganz viele drin. So, ich bleibe bei meinem guten alten Hedgehog D9. Nächster Effekt. Was nimmt man noch so als Gitarrist? Natürlich einen Chorus. Chorus findest du unter Modulation. Mache ich auch Mono, ich habe kein Stereo-Setup. Es geht ein bisschen nach unten. Ihr siehst, was es da sonst noch alles so gibt. Das ist Wahnsinn. Und mir gefällt Plastik-Chorus. So, Plastik-Chorus ist eine Simulation, wenn ich mich nicht irre, von einem Arion-Chorus. Das ist so ein super billiges Japan-Plastikteil, was aber absolut genial klingt. Dazu machen wir den Verzerrer aus. Natürlich würde ich hier gerne auch ein bisschen was verstellen. Die Depth ist mir zu viel. Und die Rate ist mir auch ein bisschen zu viel. Es gibt hier noch einen Mode-Schalter, ja genau. Wie der Original, der hat auch einen Vibrato-Schalter. Ja. Chorus, wobei es da jetzt nicht viel mehr zu sagen gibt. Machen wir den mal wieder aus. So, was man auch immer braucht, meiner Ansicht nach, ist ein sogenannter Boost. Press Big Knob. Und jetzt gucken wir mal, war das bei Dynamics oder wo ist das? Modulation Delay. Irgendwo gab es einen Volume Block. War Impulse Response, Volume Pan, Mono und da gibt es einen Gain. Und da können wir ganz einfach über einen Regler einfach mal 5 dB boosten. Ja? Und das Geile ist, wenn ich live merke, der Boost reicht nicht, brauche ich mich nur kurz zu bücken, antippen, Gain hochdrehen. Fertig. Ja? Mehr ist es nicht. Es geht bis 12 dB, also das ist schon ein ordentlicher Boost. Brauchst du meistens nicht. So, jetzt hast du hier natürlich nur noch einen Slot, aber eigentlich brauchen wir noch Delay und Reverb. So, es ist aber so, du kannst, wie gesagt, mit der Editor-Software auf PC oder Mac mit einem USB-Kabel, die Editor-Software ist umsonst, 9 Effekte
reinmachen. Blöderweise kannst du die halt nicht mit den Fußschaltern dann steuern. Das ist halt ein bisschen, ja, nicht ganz so toll. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, dass man zwei auf einmal steuern kann. So tief bin ich in die Materie nicht eingedrungen. Aber ja, muss dann halt eventuell, wenn du beides brauchst, dir ein neues Preset machen, wo du eventuell einen der Verzerrer weglässt oder den Chorus weglässt oder den Kompressor schon eingeschaltet hast und eingeschaltet lässt. Du brauchst dann ja einfach nur hier, zack, einen Mode rum und kannst dir alle Presets hier belegen. 127 Presets stehen dir zur Verfügung. Die kannst du alle ohne Probleme jederzeit umschalten. Ein Knopf hier und ein Knopf hier. Also, die Möglichkeiten sind bei weitem genug. So, deswegen gehen wir jetzt mal hier wieder zurück und wir legen jetzt hier mal nur als Beispiel ein schönes Delay rein. Big Knob. Modulation Delay. Mono. Und wir nehmen mal, was nehmen wir denn mal? Transistor Take klingt auch gut. Hm? So, mein Tipp. Time. Jetzt kommt noch was ins Spiel, und zwar manchmal haben diese Buttons hier, diese Drehregler, noch eine extra Funktion. Wenn du drauf drückst, schalten die was um. Und zwar kannst du dann nämlich von Millisekunden auf Notenwerte schalten. Und dann ist dieser Tap-Tempo-Switch, den du hier hast, ja, da kannst du ein Tempo einstellen. Zack, 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 zack. Ja? Und das ist jetzt eine Viertelnote zu dem Tempo. Also im Prinzip, eigentlich müsste es genauso sein wie der... Warte. Jetzt will er gerade irgendwie nicht. Da. Ein Viertel. Naja gut, das stimmt ungefähr. Okay, Feedback. Das mache ich immer so auf 30%. Das ist für mich ein guter Wert. Oder 35 geht auch. Ja. Da kannst du hier die anderen Parameter angucken. Mix, also wie laut das Delay ist, mache ich immer so auch so auf 35. Und dann kannst du auch gleichzeitig mit dem Level noch boosten. Für Leute, die immer beim Lead-Sound ein Delay drin haben, kannst du auch gleichzeitig das Delay als Boost-Funktion verwenden, indem du einfach den Level hochdrückst. Das heißt, wenn du dann das Delay anschaltest, ist es gleichzeitig auch lauter. Dann kannst du dir den hier sparen und hast dann schon wieder Platz für deinen Reverb, zum Beispiel. So, war schön. Hier noch. Ich teste hier gerade die neueste Softwareversion, Stand August 2018, es ist die 2.6. So, das war's auch schon zu dem Helix HX Effekt. Was heißt, das war's schon? Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Oh, eine Sache, eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen, und zwar die Anschlüsse auf der Rückseite. Hier, DC-In, das ist ein proprietäres Netzteil. Das heißt, ein Netzteil, das extra für dieses Gerät da ist, hat leider 3 Ampere. Das ist ziemlich viel, also du kannst nicht jedes beliebige 9 Volt Netzteil einstecken. Es passt auch eh nicht rein, weil es eine andere Buchse ist. Haben die extra gemacht, damit du nicht Netzteile reinsteckst, die eventuell das Gerät beschädigen könnten. Es wird gesagt, dass man eventuell mit einem richtig guten Pedalboard Netzteil auch das Gerät betreiben kann. Ich habe es selber nicht probiert. Ist aber mit ein Grund, warum ich das Gerät zurückschicke. Aber dazu später mehr. Hier USB kannst du verbinden, um den Editor zu benutzen. Und auch MIDI-Funktionen an den PC bzw. Mac weiterzuleiten. MIDI in und out. Du kannst also nochmal eine MIDI-Fußleiste anschließen oder auch MIDI-Geräte steuern. Dann hast du hier Output Stereo und Input Stereo. Ich benutze nur immer L Mono. Du hast 2 Send- und Return-Wege, kannst also deine Lieblingseffektgeräte einschleifen und die auch über die Schalter an- und ausschalten. Sehr geile Sache. Und 2 Buchsen, die eine Dualfunktion aufweisen. Mal so rüber, genau. Und zwar hier Pedal Ext Amp. Du kannst hier ein Expression Pedal anschließen. Muss allerdings ein spezielles für Line 6 sein. Es funktioniert nicht jedes beliebige, denn du kannst nicht kalibrieren. Sehr schade, du kannst nicht kalibrieren. Kannst nicht jedes beliebige Effektgerät anschließen. Leider. Expression Pedal anschließen. Gute Expression Pedals von Mission zum Beispiel, speziell für Line 6 gibt es, aber die kosten leider 160 Euro.
So, und zwei davon hast du. Du kannst aber in der Software umstellen oder auch im Gerät umstellen, dass diese Buchse einen Amp schaltet. Dann sind das Relais. Du kannst hier zwei Schalter anschließen über ein Stereokabel. Und zum Beispiel könnte ich den Boogie hier mit komplett steuern. Der hat vier Schaltfunktionen. Ich könnte hier komplett steuern und praktisch im Gerät aussuchen, was er denn gerade steuern soll. Okay, das war's. Das ist der Helix HX. So, dann jetzt noch mal ganz kurz. Warum schicke ich das Ding zurück? Das ist die Frage. Ganz einfach. Ich habe schon einen Fractal Audio AX8 und der klingt einfach ein bisschen besser. Was aber noch viel wichtiger ist, er hat zwei Schalter mehr und ich brauche mehr als sechs. Ich brauche acht. Und zwar genau acht. Die acht reichen exakt, die der AX8 hat. Deswegen heißt er auch AX8. Deswegen geht das Ding leider zurück. Und weil mir eine Funktion hier fehlt, also der hat zwar die Funktion, die funktioniert aber nicht besonders gut. Und zwar ist das die Funktion Auto-Engage. Bedeutet, du hast ein Expression-Pedal, bewegst das Expression-Pedal und automatisch geht zum Beispiel der Wah-Wah-Effekt an. Hat der Helix HX auch, funktioniert aber nicht gut. Mit anderen Worten, der schaltet sich öfter aus, als ich es gerne hätte. Und beim AX8 funktioniert die Funktion absolut hervorragend. So, außerdem habe ich den AX8 schon. Und ja, ich dachte halt hier, kleines Gerät, leichtes Gerät. Es klingt auch super, ja. Also wenn ich jetzt noch nichts hätte, würde ich das behalten und mir wahrscheinlich ein ganz normales Wah-Wah vorne dran setzen. So ein kleines Dunlop Crybaby. Und eventuell noch eine ganz mini kleine MIDI-Fußleiste für die Presets aufzurufen, damit ich immer sechs Taster direkt aufrufbereit habe. Aber ansonsten, ich finde es ein absolut geiles Gerät. Ich habe auch nach Gründen gesucht, es zu behalten, weil ich zum Beispiel auch den Editor einfach geil finde. Was du hier drückst, erscheint direkt auf dem Editor und umgekehrt. Es ist einfach perfekt programmiert für jeden, der was sucht, um seinen Amp zu steuern und eventuell auch schon ein Wah-Wah-Pedal hat. Also ich empfehle die Expression-Pedal-Benutzung hier nicht unbedingt. Für den ist es ein absolut perfektes Gerät. Und okay, noch ein Grund, warum es zurückgeht, ist das Netzteil. Aber das Netzteil hole ich mal unten hervor. Übrigens, Entschuldigung, dass du heute mein Gesicht nicht siehst, aber ist auch nicht so wichtig, das sieht man oft genug in meinen Videos. Das ist das Netzteil. Ja. Das hat hier so einen komischen, also das ist hier so aufgesetzt, dass man verschiedene Länder bedienen kann. So ein ganz normales Kabel und hat dann hier, da ist es, hat dann hier die Buchse. Aber ich mag diese Netzteile nicht und das AX8 hat einen ganz normalen Kaltgerätestecker, finde ich viel sympathischer. So, Helix HX. Pluspunkte, eigentlich nur Pluspunkte, außer Netzteil. Ich pack's direkt ein und schick's zurück. Außer Netzteil und dass mit den Expression-Pedalen das Auto-Engage nicht funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten ein absolut geniales Gerät. Dankeschön. Tschüss.